mache ich eine kleine Tabelle. Wir haben oben verschiedene Grassilagen mit verschiedenen Energiedichten, 5,4 bis 6,2, 6,6. Da die Kühe haben eine gerechnete Trockenmasseaufnahme, gerechnete Energieaufnahme und eine mögliche Milchbildung geschätzt, man pauschal gerechnet. Aber wenn die Energie 5,4 ist, Megajoule, dann gibt es theoretisch 7,5 Liter Milch. Da spielen natürlich viel mehr Faktoren, wenn wir eine Mais-Silage, je nachdem, was alles reinkommt. Aber wenn wir jetzt mal schauen, was hier steht, dann ist es schon enorm. Das heißt, von 5,4 auf 6,6 ml, die Steigerung, haben wir eigentlich fast doppelt so viel Milch. Und das ist schon, diese Tabelle hat mich damals schon sehr gewundert, ja. Aber es ist was, ich habe auch nie dran gedacht. Aber es ist wirklich, meiner Meinung nach, ist was wirklich dahinter. Ebenfalls ist mit dem Rohprotein, wenn man da die schulischen Zahlen anschaut, 4000 Gramm Rohprotein bei 40 Kilogramm Milchleistung, ja, mal angesetzt, dann müssen wir schauen, was wirklich Sojabohnen bringen. Hier sagen wir mal pauschal gesagt 1000 Kilogramm pro Hektar Rohprotein, aber Grünland hat eigentlich mehr als doppelten Faktor, was möglich ist, je nach Zusammensetzung des Bestandes, ganz klar. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.